Ja, herzlich willkommen und servus, liebe Handballstammtischfreunde aus Baden, aus Mannheim, direkt hier vor der SAP Arena. Wir sind heute wieder vom Handballstammtisch mal unterwegs im neuen Jahr. Da auch nochmal alles Gute an alle, die zuschauen. Frohes Neues. Wir befinden uns, wie gesagt, direkt vor der SAP Arena in Mannheim, denn heute kommt es ja zum ersten großen Aufeinandertreffen, zum ersten Freundschaftsspiel, zum ersten Test vor der EM 2020, die jetzt startet nächste Woche. Und ja, wir sind live vor Ort beim Spiel Deutschland gegen Island. Martin, was erwartet uns heute? Was denkst du? Auf jeden Fall erwartet uns mal ein spannendes Spiel, davon gehe ich mal fest aus. Aber ich bin mal ganz gespannt, was sich wieder um die Halle herum so tut. Ich denke, wir werden die ein oder andere Stimme einfangen. Ja, und da freuen wir uns drauf, dass wir heute wieder hier sein dürfen und die Nationalmannschaft uns anschauen dürfen. Wird auf jeden Fall eine interessante Sache heute. Auf jeden Fall, wir freuen uns. Wir schauen jetzt auch mal, was sich so in der Halle tut, wie die Fans so drauf sind, wie die Vorfreude auf die EM ist, die ja jetzt startet demnächst. Und wir sind gespannt, wie das Spiel dann auch läuft. Der erste Härtetest, wie gesagt, vor der EM. Kommt einfach mal wieder mit. Wir schauen, dass wir hier ein paar Zuschauerstimmen einfangen und dann am Schluss und nach dem Spiel natürlich auch die ein oder andere Spielerstimme dann bekommen. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Servus. Ja, wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier in den Räumlichkeiten der SAP Arena und ich habe auch schon den ersten Fan an meiner Seite. Wie heißt du und woher kommst du? Britta und ich komme aus Malberg. Wie weit seid ihr gefahren heute hierher? 165 Kilometer. Oh, ist ein ganz schönes Stück. Warum macht man das? Wegen der deutschen Nationalmannschaft, wegen der Europameisterschaft? Also ich fahre eigentlich zu jedem Rhein-Neckar-Löwe-Spiel. Ich bin auch im Fanclub und du auch Nationalmannschaft. Auch immer unterstütze, auch in Wien. Okay, also voll dabei. Dann sind Sie ja bestens informiert über die Mannschaft. Was erwartet uns heute gegen Island? Wie denken Sie, wie ist die Mannschaft drauf? Ich hoffe gut und ich hoffe Sieg, aber ich denke, wird auf Augenhöhe sein. Und was kann man so oder denken Sie, wie die Mannschaft bei der EM abschneiden wird? Sind ja doch jetzt der ein oder andere verletzt, der ein oder andere wichtige Spieler auch. Was ist so Ihre Einschätzung? Also ich denke, dass wir Erster werden, denke ich nicht, aber Zweiter oder Dritter hoffe ich eigentlich. In der Gruppe und wie weit kann es für die Deutschen gehen? Was hoffen wir? Für was drücken wir die Daumen? Das hoffe ich eigentlich schon. Eigentlich Zweiter oder Dritter zum Schluss. Also auf jeden Fall eine Medaille. Wie geht das Spiel heute aus gegen Island? Oh, 29-28. Für Deutschland natürlich. Also drück mal alle die Daumen, dass das erste Testspiel jetzt vor der EM erfolgreich läuft für uns. Wir sagen danke und viel Spaß später beim Spiel. Danke. Danke. Ja, und auch die zweiten Fans hier in der SAP Arena darf ich begrüßen. Woher kommt ihr? Wie heißt ihr? Mein Name ist Claudia und wir kommen aus Bad Homburg. Der Stefan auch aus Bad Homburg. Aus Bad Homburg. Was treibt euch heute hier zu dem Nationalmannschaftsspiel, zu dem ersten Testspiel vor der EM gegen Island? Erste Testspiel vor der WM, also I&M Bauzentrum ist Partner des DHB, von daher verfolge ich das Geschehen natürlich mit. Okay. Und wir wissen, dass jetzt das erste oder letzte Spiel vor der EM ist und wir sind total aufgeregt, weil ich glaube, die werden Europameister und deswegen will ich heute hier sehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Das ist doch auf jeden Fall mal ein sehr positives Zeichen hier schon mal. Wie wird das Spiel heute ausgehen? Also 30-25, 35-25. Wäre ein ordentliches Ergebnis auf jeden Fall, würde ich glatt unterschreiben. Wie verfolgt ihr die Europameisterschaft mit? Nur vom Fernseher oder wird es auch irgendein Spiel geben, was man dann mal besucht als Partner des DHBs? Wahrscheinlich nicht, weil es im Ausland ist. Wir abgesehen davon arbeiten müssen, aber im Fernsehen live auf jeden Fall. Also überträgt auch, von daher. Daumen drücken für die Europameisterschaft, wir sind gespannt. Viel Spaß euch beim Spiel und vielen Dank für das kurze Interview. Ja, ciao, danke. So, und wie immer haben wir natürlich beim Handball auch die ganz Kleinen dabei, die ganz, ganz wichtig sind, der Nachwuchs. Woher kommst du, wie heißt du? Aus Stetten und ich heiße Peter. Der Peter, und du verfolgst die Nationalmannschaft, die deutsche Handballnationalmannschaft immer? Nicht immer, aber ja.
Übers Fernsehen auf jeden Fall bist du immer dabei. Spielst du selber auch Handball? Nee, noch nicht, nein. Noch nicht, aber du wirst auf jeden Fall irgendwann ganz großer Handballer werden. Ja. Und welcher Spieler gefällt dir am besten? Kohlbacher. Ah, der Janik Kohlbacher, okay. Ja. Bist du auch Rhein-Neckar-Löwen-Fan? Ja. Ah, okay, aus dem Grund wahrscheinlich dann. Und wie geht das Spiel heute aus? Deutschland gewinnt. Deutschland gewinnt auf jeden Fall. Das Ergebnis verraten wir mal noch nicht. Ja. Sind wir gespannt, oder? Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Viel Spaß jetzt beim Spiel und hoffentlich Sieg für die Deutschen. Daumen drücken. Danke. Bitte, bitte. So, und es geht hier natürlich munter weiter in der SAP Arena. Die Fans sind voller Vorfreude auf das Spiel und auch auf die Europameisterschaft. Ja. Wie heißt du, woher kommst du? Markus und komme aus Wetzlar. Aus Wetzlar. Hast du ein THW Kiel-Trikot an? Was hat sich damit auf sich? Ich bin ein großer THW Kiel-Fan und in Wetzlar habe ich halt die Chance, das mal live zu sehen. Okay, aber kommst nicht aus Kiel ursprünglich, sondern bist aus Wetzlar? Nein, sogar aus Mönchengladbach, also Niederrhein. Okay, und freust dich heute natürlich ganz speziell auf die Spieler vom THW, auf Bambam und Pekeler und wie sie alle heißen? Egal welche Spieler, deutsche Spieler, sind alle geil. Auf was befreust du dich heute besonders? Ist ja der erste richtige Test jetzt vor der Europameisterschaft? Ja, das ist wunderbar, das erste Mal die DHB zu sehen. Nicht im Fernsehen, das ist schon was Besonderes. Okay, und was meinst du, was hat die DHB 7 oder die DHB-Mannschaft für Chancen in der Europameisterschaft? Ich hoffe natürlich, dass wir Europameister werden, was sonst? Also das sind doch immer optimistische Fans heute hier in der SAP Arena in Mannheim, finde ich. Dein Tipp fürs Spiel noch ganz kurz, bevor es losgeht? Ah, ich sag mal 30-27 für Deutschland. Also, da bin ich dabei, da unterschreibe ich auf einmal auf dein Blatt Papier. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend jetzt hier, ein gutes Spiel. Und dann drücken wir alle auf jeden Fall die Daumen für die Europameisterschaft und für eine Medaille. Sowieso. Schön, Dankeschön, mach's danke gut. Danke auch. Ja, und jetzt kurz vor dem Spiel habe ich noch jemanden, der schon fast größer ist wie ich und noch jünger. Komisch eigentlich, echt traurig, aber du bist der? Philipp. Der Philipp, und du kommst hier aus Mannheim? Nee, aus Sinsheim. Und du arbeitest hier für einen Partner der AOK? Arbeiten nicht, ich bin der Sohn von einem Arbeiter. Ah, okay, alles klar. Und auf was freust du dich heute besonders? Gehst du dann noch in die Halle und schaust dir dann auch das Spiel an? Ja, klar. Gibt es einen Lieblingsspieler für dich irgendwie von der... Uwe Gensheimer. Uwe Gensheimer, ja, den mögen so viele. Ja, klar. Was traust du der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft zu? Ich hoffe, sie kommen weit. Also ich traue ihnen Minimum das Halbfinale zu. Ich glaube, sie haben auch gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Bist du zufrieden mit der Kaderzusammenstellung? Es gibt ja jetzt doch den einen oder anderen Verletzten. Fabi Wiede verletzt, Rene Semper verletzt. Kriegen wir es mit der Mannschaft auch gebacken, eine Medaille zu holen? Ja, glaube ich schon. So. Und dein Tipp jetzt heute fürs Spiel? Ich glaube, das könnte eng werden, aber ich glaube, sie gewinnen es trotzdem als 27, 25 sowas. Okay, da habe ich doch einen richtigen Fachmann an meiner Seite gehabt zum Abschluss. Jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Halle, weil gleich geht's los. Spiel Deutschland gegen Island. Wir freuen uns drauf. Bis gleich.
der Mixzone hier nach dem Spiel Deutschland gegen Island. Neben mir Jannik Kohlbacher. Jannik, wir haben uns zuletzt gesehen am Tag des deutschen Handballs. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, ein bisschen Zeit bis dahin vergangen. Jetzt erstmal Glückwunsch zum Sieg und frohes neues Jahr erstmal. Wie schätzt du heute das Spiel ein? Was nehmt ihr heute mit? War ja doch eine erste Halbzeit, die ein bisschen anders aussah als die zweite. Was wurde heute probiert und was ist so dein Fazit nach dem Spiel? Ja, danke erstmal natürlich auch. Frohes Neues zurück. Ja, dafür, dass wir jetzt vier Einheiten hinter uns haben und das so der erste Test und der Wettkampfbedingung war, bin ich schon relativ zufrieden. Wir haben natürlich immer wieder kleine Phasen drin, wo wir nicht effizient dann vorm Tor abschließen oder den einen oder anderen technischen Fehler zu viel machen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das schon sehr, sehr gut aus. Wir haben uns vorgenommen, den Ball schnell zu machen, wenige technische Fehler zu machen so im Grundspiel. Das ist uns gelungen. Ich glaube, wir machen in der zweiten Halbzeit dann doch einige Tore aus der ersten Welle, sodass wir dann mit einfachen Toren aus der guten Abwehr raus ins Umschaltspiel kommen. Ich denke, das war halt auch der Schlüssel zum Sieg. Und dann denke ich, dass wir im nächsten Spiel nochmal die eine oder andere Stellschraube dann stellen können, um dann in Richtung Turnier so gut wie es geht vorbereitet zu sein. Man hat, wie gesagt, heute zwei unterschiedliche Abwehrformationen gesehen. Wir haben einmal eine defensive 6-0 gerade zu Beginn gesehen, aber auch zu Beginn der zweiten Halbzeit eine richtig offensive Abwehrformation. Ist das so ein neues Mittel, das man kreieren will, gerade in der Abwehr, um zu schnellen Ballgewinn zu kommen, wie du gerade auch schon sagtest, zweite Halbzeit? Ich glaube, du müsstest eigentlich die Heim-WM gesehen haben, davon gehe ich zumindest aus. Da haben wir 6-0 und 3-1 gespielt, genauso wie es heute auch der Fall war. Ich denke, es ist wichtig, dass man da flexibel ist, dass man zwei unterschiedliche Konzepte perfektioniert. Ich glaube, das sind unsere beiden Deckungssysteme, mit denen wir sehr, sehr gut zurechtkommen, wo wir bei der einen Sache dann eben auch schnelle, flinke Spieler eingehen können, auf der anderen Seite dann natürlich gegen wurfgewaltige Spieler, dass wir da Flexibilität haben, um dann bestmöglich auch da auf jeden Gegner abgestimmt zu sein. Wie sieht jetzt die Vorbereitung aus? In zwei Tagen geht es dann gegen Österreich, ihr fliegt nach Wien dann oder fahrt nach Wien, je nachdem. Wie geht es jetzt weiter? Wie sind jetzt die nächsten zwei Tage geplant? Ja, morgen ist natürlich dann die Reise. Wir fliegen morgen nach Österreich. Dann ist natürlich ein Training mit Videoanalyse gepaart, wieder dann vorbereiten aufs Spiel. Und ja, dann am Montag wollen wir natürlich wieder unbedingt einen Sieg einfahren und dann mit einem richtig, richtig guten Gefühl und dann eben auch 4 von 4 Punkten, wenn man das beim Testspiel so zählen kann, dann ins Turnier zu starten. Was muss jetzt am Montag besser laufen als heute? Abschließend noch die letzte Frage. Ja, ich denke, wir müssen vor dem Tor ein bisschen cooler noch sein, aber ja, wir haben hart trainiert, wir haben gestern zweimal Handball trainiert, sodass man da einfach jeder das komplette taktische Konzept verinnerlicht hat. Ja, ich denke, mit der Frische kommt dann auch dieser Ablauf von ganz alleine, ein paar weniger technische Fehler, aber ja, nichtsdestotrotz war es heute schon sehr, sehr gut. Jannik, wir drücken die Daumen jetzt erstmal fürs nächste Testspiel und dann natürlich auch für die Euro. Viel, viel Glück und dir alles Gute. Gell? Mach's gut, danke. Ja, in der Mixzone wieder Paul Drucks neben mir. Paul, erstmal frohes neues Jahr. Ist ja erst der Beginn des Jahres und auch Glückwunsch jetzt zu dem Sieg, zu dem Testspiel oder dem Auftaktsieg jetzt im Hinblick auf die Europameisterschaft. Was für ein Fazit ziehst du von dem Spiel? Kann ich auch erstmal zurückgehen. Gesundes Neues. Ich finde, wir können auf jeden Fall mit einem guten Gefühl rausgehen. Haben das Spiel gewonnen, das war das oberste Ziel. Haben viele Sachen, die wir im Training besprochen haben, umsetzen können. Gegen Isländer, die sehr, sehr schwer zu bespielen sind mit ihrer offensiven 6-0-Abwehr. Das haben wir gut gemacht. Haben hin in der Abwehr, finde ich, fast keine Phase gehabt, wo es mal gar nicht lief. Haben zwei gute Torhüter drin. Wir müssen sicherlich noch dafür sorgen, dass wir im Angriff die Fehlerquote ein bisschen minimieren. Und in den Phasen, wo es ein bisschen hektischer war, dann vielleicht das Tempo rausnehmen. Und da vielleicht ein bisschen cleverer spielen. Das war zum Schluss vielleicht noch so ein kleines Manko. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung persönlich? Du hast ja einen fabelhaften Beginn eigentlich gehabt. Hast ja gleich mal 4 Buden, glaube ich, die ersten 4 Tore gemacht. Hast du dir heute irgendwas besonders vorgenommen oder ist das das, was du auch jetzt auf der Mitte spielen sollst? Einfach schnelles Tempo und schneller Abzug. Ich werde sicherlich auf jeden Fall nicht jedes Mal die ersten 4 Tore machen. Das war heute auch schön, das mache ich selten, aber ich glaube, meine Aufgabe ist ganz klar, die Lücken zu reißen, Tempo zu machen, mit meinem Körper da reinzugehen und für meine Nebenleute zu spielen, sicherlich aber auch Torgefahr auszustrahlen und dann, wenn die Chancen da sind, sich die zu nehmen, so wie das auch jeder andere machen muss, mit Mut da nach vorne gehen und dann alles reinzulegen in der Zeit, wo man drauf ist. Wie schwierig ist es jetzt für dich? Ich meine, du spielst Angriff auf der Rückraummitte, auf der Halbdeckung in der Abwehr. Man sieht, wenn man dich anschaut, dass das körperlich einfach ein harter Kampf für dich ist. Wie schwer ist jetzt der Ausfall von Fabi Wiede, deinem Mannschaftskollegen, oder generell auch die Ausfälle, die ihr zu verzeichnen habt?
Ja, die Ausfälle sind sicherlich nicht leicht zu kompensieren, auf jeden Fall. Die haben alle ihre individuelle Qualität, die sehr, sehr gut ist, die uns in den letzten Jahren immer wieder geholfen hat. Keine Frage, aber das ist nicht zu ändern. Das bringt auch nichts, wenn wir da jetzt zu weit zurückblicken und uns schlechter machen, als wir sind. Wir haben alle Leute, die wir hier sind gut, haben das verdient, hier zu spielen. Und ich glaube, mit dem Matchplan, den wir heute hatten, zum Beispiel hat man gesehen, dass auf Breite gesetzt wird, dass wir da Tempo machen wollen. Und man sieht, das ist anstrengend, keine Frage, wenn man da Vollgas gibt, wenn man Tempo läuft. Aber dann sieht man, dass man wechseln kann. Und dann hatten wir heute fast keinen Bruch, würde ich sagen, im Spiel. Und das muss es auch das Ziel sein für die Nächsten. Wie stark fandest du heute persönlich die Isländer? Ich meine, Aaron Palmason ausgefallen ist, denke ich, eine ganz schöne Schwächung für das Team. Wenn man sich die Bank angeschaut hat, waren sie auch nicht ganz komplett, denke ich. Aber wie stark schätzt du jetzt heute auch den Gegner ein? Auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Spielen eine ganz, ganz eklige 6-0-Abwehr, die sehr, sehr offensiv kommt. Das ist nicht einfach. Ich glaube, da wiegt auch der Ausfall von Aaron Palmason nicht so schwer in der Abwehr. Im Angriff sicherlich ist ein Spieler mit Weltklasse-Niveau und hätte sicherlich uns vor noch ein paar Probleme gestellt. Aber ich glaube trotzdem, dass die Isländer, so wie sie heute hier waren, schon kein schlechter Gegner waren. Was können wir jetzt noch erwarten, so im Hinblick auf die Europameisterschaft? Was muss noch besser werden? Wo müsst ihr euch noch verbessern, um dann das Ziel, Medaille ist es ja, denke ich, dann auch zu erreichen? Ja, im Grunde genommen in allen Bereichen in der Abwehr sicherlich gibt es immer kleine Sachen, die man noch verbessern kann. Wir haben es nicht geschafft, als wir dann auf die 3-2-1-Abwehr umgestellt haben, das direkt zu schaffen, sondern haben zwei Angriffe gebraucht. Das ist sicherlich so ein kleiner Knackpunkt, den darf man sich im Turnier relativ, oder sollte man sich nicht leisten. Und im Angriff sind es einfach zu viele Fehlpässe oder dann Unkonzentriertheiten gewesen, zu schnell abgeschlossen. Das ist im Turnier sicherlich, wird das noch stärker bestraft. Paul, wir wünschen auf jeden Fall viel Glück jetzt erst für das nächste Testspiel und dann auch für die Europameisterschaft. Alles Gute dir und ein erfolgreiches Turnier auf jeden Fall. Ja, bitte, bitte. Ja, neben mir Yogi Bitter. Yogi, wie froh bist du, dass du wieder für die Nationalmannschaft auf dem Feld stehen darfst? Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen froh, dass das Spiel rum ist, weil es war schon ein bisschen aufregend, heute wieder herzufahren, jetzt sich aufs Spiel vorzubereiten. Klar, es ist immer nur irgendwie im Tor zu stehen, aber Nationalmannschaft, das Trikot, Adler, was Besonderes. Was hast du dir heute besonders vorgenommen für das Spiel? Du hast ja die ersten 6 oder 7 Minuten in der zweiten Halbzeit das Tor vernagelt. Hast du dir ganz besonders heute was vorgenommen für das heutige Spiel? Nein, das, was ich mir immer vornehme, dass ich wirklich stabil bin, dass ich ruhig bin, dass ich dann mit den Emotionen kommen kann, wenn ich die Bälle gehalten habe, einfach weil ich weiß, dass ich dann am besten sein kann. Und wenn ich dann Bälle halte, dann helfe ich der Mannschaft am meisten. Und dass es am Anfang gut klappt, das war natürlich schön. Wie zufrieden bist du heute mit der Gesamtleistung des Teams? Wie ist das einzuschätzen gegen diese isländische Mannschaft? Ja, also das Ziel war, dass wir das Spiel dominieren und gewinnen. So, das haben wir gemacht. Wir müssen natürlich sehen, dass ein Palmason nicht dabei war. Das wissen wir auch, dass dieses Team dann nicht zur absoluten Weltspitze gehört ohne ihn, weil er exorbitant guter Handballer ist. Aber trotzdem muss man das Spiel erstmal so spielen. Und wir haben sehr, sehr viel gewechselt. Wir haben gesehen, dass wir auf allen Positionen sehr viel Breite haben. Und das war schön. Wie siehst du, mit was für einer Abwehrformation spielst du am liebsten? Wir haben heute in der zweiten Halbzeit eine recht offensive Abwehr gesehen, eine richtig offensive 3-2-1, aber auch in der ersten Halbzeit eine 6-0. Was ist so deine Abwehrformation, dein Favorit? Man hat gesehen, du hast ja richtig gepusht da hinten drin, gerade bei der 3-2-1, bei der offensiven Halben. Ja, wenn du 3-2-1 deckst, dann geht es darum, dass du halt unterbrichst die ganze Zeit, ja, dass du möglichst wenig Spielfluss zulässt und dann einfach viele Bälle auch abfängst. Und da waren wir, können wir noch nicht so eingespielt sein. Deswegen versuchen wir dann noch mehr über Emotionen was zu machen. Ich kenne das aus Hamburg, damals ein bisschen anders gedeckt, aber 3-2-1 haben wir schon gespielt. Trotzdem spiele ich lieber hinter einer defensiven Abwehr. Yogi, dir viel Glück für die Europameisterschaft und jetzt erstmal fürs nächste Testspiel gegen Österreich und alles Gute dir. Vielen, vielen Dank.